Eine Einheit müsst ihr sein. Das hat der SV Ullstadt endlich, muss man sagen, im Hinspiel erkannt. Sie besiegten im Derby den TSV mit 4:2, nachdem sie zuletzt 4 Spiele hintereinander gegen die Grünen verloren hatten. Beide Mannschaften heute nicht verletzungsbedingt geschwächt. Grund, dass beide Mannschaften auf Startspieler verzichteten, waren die zweiten Mannschaften beider Vereine. Für die Ullstädter zweite Mannschaft geht's gegen den Abstieg aus der A-Klasse und für die Murnauer zweite Mannschaft um den Aufstieg in die A-Klasse. Dann könnte es also auch im nächsten Jahr dort Derbys geben. Spielfluss kam in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zustande. Das Spiel unattraktiv und Chancen gab es nur nach Freistößen und Kontern. Aber im Freistoß nutzt der SVO auch zur Führung. Nach 12 Minuten ist es Alex Endres, der in der Mitte völlig allein gelassen wird. Das frühe 1:0 hilft dem Spiel der Ullstädter, die aus einer sicheren Verteidigung heraus agieren. Und jetzt mit dem 1:0 im Rücken immer auf Konterspiel gehen können, immens weiter. Maxi Burkhardt mit der Chance. Ohne Werner Fischer in der Sturmzentrale fehlt in dem Angriffsspiel des TSV die Anspielstation, die entscheidende Anspielstation. Und so dieser Freistoß, eine der besten Szenen der Drachen in Hälfte 1. Und Ullstadt stellte sich relativ klug an im Konterspiel. Maxi Burkhardt lässt den ersten aussteigen und spielt einen klasse Pass zu Alexander Endres. Und er macht sein zweites Tor. Seine überhaupt ersten beiden Tore für die Ullstädter erste. Wahnsinnsvorlage von Burkhardt, der im Fallen den Ball noch zu Endres spitzelt. Der mit Übersicht und Ruhe locker an Baumgartl vorbei einschiebt. 2:0, der TSV konzeptlos in Hälfte 1. Und zu Beginn der zweiten Hälfte ähnlich ratlos, Ullstadt klug und der TSV konnte nicht. Doch dann waren sie langsam aufgewacht. Die große Chance, gute Parade von Fischer und dann die riesen Chance von Thomas Hörmann. Und Schröffel nochmal aus dem Hinterhalt. Klasse Paraden von Franz Fischer, der diesen 0:2 Rückstand der Murnauer weiter festhielt. Burkhardt, was macht denn er? Er wartet auf den Mann, der nicht mitläuft, doch verpasst es, völlig frei einzuschieben. Unglaublich diese Aktion, Fischer mit einer Unsicherheit. Doch seine Verteidigung steht sicher und klärt zum Eckball. Ecke TSV und diesmal klingelt's. Thomas Hörmann am zweiten Posten. Auch er wird ähnlich allein gelassen wie Endres beim 0:1 aus Murnauer Sicht. Hoffnungszeichen für die Murnauer. Thomas Hörmann, der A-Junior. Es ist eines seiner wenigen Spiele in der kommenden Saison. Wird er sicherlich öfters dabei sein. Große Chance und wieder gute Parade von Franz Fischer, der bisher fehlerlos agierte. Und nun springen wir in die vierte Minute der Nachspielzeit. Durchgearbeitet von Meier. Der Schuss von Schröpferl am Pfosten. Die letzte Aktion in diesem Match. Der TSV schafft es nach verschlafener erster Halbzeit, die äußerst unattraktiv und langweilig war, nicht mehr den 0:2 Rückstand aufzuholen. Und schenkt Ullstadt den zweiten Derby-Sieg in dieser Saison. Das Endergebnis 1:2. Die Männer des Tages. Burkhardt und natürlich Doppeltorschütze Alex Endres. Wir haben ja vor der Partie gesagt, um das Spiel zu gewinnen, musst du eine Einheit sein. Diese Partie wurde präsentiert vom Bau- und Betonierunternehmen Dietze aus Uffing und vom Bauernkaffee Nagel aus Tauping.